Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sinfected. So, die Kiste ist leer. Da ist es noch am Braten, das ist aber erstmal jetzt gerade egal. Ich habe eben nebenbei was getrunken. Packen wir mal hier die Kiste drauf. Und unsere Steinkiste nehmen wir auch noch mit. Wir machen jetzt nämlich Folgendes. Wir gehen los zu unserer Mine. Da kann nämlich natürlich mit. Sollen ja nicht hier liegen bleiben. So, dann mal los. Wir müssen auch demnächst nochmal Feuer danach legen in unseren Ofen. Aber ist doch schön. Mit einer Winterjacke können wir durch den Winter laufen ohne Probleme. Müssen nur mal ein bisschen auf unsere Energiemessen achten beim Rennen. Müssen auch richtig laufen, ja. Hier ist unsere Höhle. Genau gegenüber von Alligatorenplatz. Wir haben da, glaube ich, Kupfer drin. In der Höhle. Aber wenn da Kupfer halt drin ist, dann nehmen wir das raus und melzen das dann nachher bei uns einmal zu Hause ein. Und die Steine nehmen wir natürlich auch mit. Damit können wir Eisen herstellen. Oder bekommen wir Eisen? In der Mine müssen wir gleich aufpassen. Da können Skorpione halt wieder drin sein. Daher sollten wir uns vorsichtig da bewegen. Vielleicht den kleinen Stein nochmal mitnehmen hier. Da kriege ich den Wagen, danke. Also vorsichtig da bewegen. Und dann sollte das alles kein Problem sein. Wasser kriegen wir. Haben wir hier einen Teddy liegen? Ich würde gerne den Teddy mitnehmen. Kann ich das? Nehmen wir die mal eben weg. Können wir ihn jetzt hier drauf packen? Ja. Können wir die Kiste jetzt hier drauf packen? Oh nein, geht natürlich nicht. Ja, dann stelle ich die mal eben hier ab. Dann bringen wir mal eben den Teddy nach Hause. In Nahrung. Irgendwie möchte das Spiel nicht, dass ich zu meiner oder zu unserer Mine komme, ne? Immer geben sie mir entweder halt was zu kämpfen oder was zu zu essen mit. Glaube ich mit Absicht. Gulasch brauchen wir, glaube ich, noch die Zwiebeln. Richtig. Meine Frage ist halt, kann ich im Haus auch Pflanzen anpflanzen, ohne dass sie eingehen? Das können wir ja gleich mal eben als Test machen. Jetzt gerade für den Winter. Wir haben ja jetzt erst Dezember. Dann kommt ja noch der Januar, der wird ja bestimmt auch nicht wärmer. Vielleicht nur einen kleinen Ticken wärmer. Aber den Teddy, den möchte ich natürlich jetzt nicht einfach so auseinandernehmen und die Leber so essen. Ich würde halt gerne eine wunderschöne Ration machen davon. Den gehen wir mal eben hier hin. Teddy bleibt mal eben da. Wir gehen mal eben rein. Mal eben die Tür zu. So. Und zwar.
Geht noch. Genau. Wir brauchen für die Ration Essen und Trinken Eintopfmischung. Und dafür brauchen wir für die Eintopfmischung rohes Fleisch, rohe Leber, Kartoffel und Zwiebel. Zwiebel hätte ich sogar. So, nehmen wir mal das Beet hier mit. Bitte lass es einfach hier klappen. Wir haben aber auch kein Wasser. Oder kaum Wasser. Oh doch, haben wir. Mal eben die Beete hier reinstellen und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir brauchen Samen. Zwar Zwiebelsetzling. Mal her. Ein. Hätte ich eigentlich nur gerne, aber. Dann nimmt sich ja auch nur einen raus. Da mal Wasser hinzufügen. Ja, dann können wir ja ganz entspannt mal eben Zwiebeln züchten. So, also Zwiebel da. Saatgut. Und dann noch ein Kartoffelkeimling. Und den machen wir hier. Ich meine, das ist ja auch so eine Art wie Gewächshaus jetzt bei uns in der Bude. Ist jetzt nur die Frage, wie gut wachsen die und klappt das überhaupt so, wie wir es uns denken oder nicht? Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? So, Saatgut, packen wir wieder ab. Wobei ich würde einfach mal eben noch eine zweite, also noch eine dritte hier hinstellen. Machen wir mal mehr zu. Falls wir um gebetene Besucher bekommen. Dann machen wir hier nochmal, auch nochmal im Zwiebeln rein. Hat also nichts gebracht, das zu machen. Aus dem einfachen Grund. Die Zwiebeln brauchen wir ja am besten doppelt so viel. Weil wir zwei Tiere jetzt hier haben. Nachteil ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt die Leber vorher verdirbt, das ist halt ziemlich hoch, bevor die Pflanzen fertig sind. Naja. Dann nehmen wir einmal den hier auseinander. Dafür müssen wir eine Axt in die Hand nehmen. Die ist natürlich auf der 1, was normalerweise nicht sein soll. Bei mir mindestens. Witzige Kartoffeln hätte ich sogar noch. Wir behalten mal die Leber im Inventar. In der Hoffnung, dass es vielleicht klappen sollte. Aber ja, lassen wir auch einmal im Inventar. So, das wäre dann halt schon mal ein Teil des ganzen Rezepts. Fehlt uns nur noch ein bisschen. Bissenmäßig sieht natürlich sehr gut aus, wie wir es haben. Einmal den Teddy nehmen. Den packen wir doch jetzt nach oben.
Den packen wir jetzt hier rauf auf den Tisch. Gut, können wir. Ja, können wir. In eiskaltem Wasser wollen wir unsere Hände waschen. Natürlich. So. Das funktioniert. Hey, Ofen lasse ich mal an. Und funktioniert das? Ja. Seht ihr? Die Pflanze kommt. Die Pflanze wächst. Das ist doch ein positives Zeichen. So, aber wir gehen jetzt dann gleich los. Lauf mal einen kleinen Ticken, damit es wieder draußen hell ist. Ich möchte ja euch es auch zeigen, wie es draußen aussieht gerade und nicht in der Dunkelheit mit euch rumlaufen. Und ich meine, ihr wollt das, denke ich, mal aussehen. Zwiebeln wachsen, das ist gut. Wasser ist hier nichts mehr drin. Jetzt auch anders gedacht. Besucher kommen auch. Danke. Immer diese Besucher, die was nicht sterben wollen. Ich hätte jetzt mir den Winter so vorgestellt, dass wir sonst richtig Sachen dafür sammeln müssen, damit wir ja auch genügend haben. So habe ich mir das gedacht. Klar, wir brauchen ein Gewächshaus. Das auf jeden Fall. Wir müssen auch mal gucken, wie wir denn das mit dem Bewässern machen. Ich glaube, das geht nämlich nicht so einfach mit dem Bewässern. Aber Wildtiere sollten eigentlich normalerweise, wenn ich es richtig gelesen habe, auch seltener rumlaufen im Winter. So habe ich gelesen. Ich meine, immer wieder was Neues gelernt, ne? Und irgendwo müsste auch gleich hier. Haben wir die zum Glück ja wiedergefunden. Was für ein Zufall. So, einmal die da rein bewegen und wir gehen weiter in die Mine und dann wollen wir mal gucken, wie viel haben wir in der Mine in der Zeit jetzt gesammelt, in der letzten Zeit. Und wie viel Benzin ist da noch drin oder ist es alles leer und die Kisten voll? Ich weiß es ja nicht. So, einmal vorsichtig hier rein. Oh. Ist sogar leer. Ich habe ja auch eine Tierhaut noch mit. Wollte ich nicht mitschleppen eigentlich. Die habe ich komplett vergessen abzulegen. Einmal alles nehmen. Steine alle eingelagert. Jetzt das Kupfer. So möchte ich das doch sehen. Kommt hier schön Kupfer rein. So läuft das doch gut.
So, dann haben wir das auch einmal abgelegt. Erstmal mit den richtigen Sachen in die Hand nehmen. Jetzt aber mich erwischt hat. Sicherheit. Auch hier wieder. Was haben die bitte für eine Reichweite, die Skorpione? Kann mir das mal einer erzählen? Natürlich, wir kriegen da Fleisch für. Man kennt es. Das nehmen. Da rein. Dann Treibstoff hier rein. Und oh Mann. Ernten. So, klappt das? Ja, es klappt. Ja, muss eigentlich gleich mal eben die Waffe umändern. Hätte sie dann doch gerne eigentlich auf einer anderen Taste und nicht da, wo sie jetzt gerade liegt. Na, wieso klappt das nicht? Jetzt. Ernten. Das kann ja was bringen, denn die Pilze eigentlich. Ich meine, wir können die verwursteln zu einer Sache. Das weiß ich. Na, die 4. Ah. Muss gleich meine Tastenbelegung mal ändern. Das ist so nicht schön. So, Pilze. Kohle nehmen wir auch mit. Pilze. Oh, die spawnen aber ziemlich schnell nah. Die Pilze. Können wir ja richtig einen Pizza-Eintopf machen. Okay, ich gehe dann doch lieber in den Höhlen. Buddeln. Blei und Eisenerz. Wir werden jetzt den... Na super. Danke fürs Vergiften. Oder besser gesagt, infizieren. Medizinischen Verband darauf. Fertig. Ja, dann machen wir doch hier mal eben das Kistlein voll, ne? Mit Erze. Ich habe bis jetzt noch nichts gebuddelt. Ist aber auch nicht so schlimm. Ja, wie viel Pilze? Das kann doch nicht normal sein. Dass die so schnell nachspawnen. Das ist ja schon schnell. Aber erzemäßig, das läuft. So. Ich würde sagen, wir gehen öfters in Höhlen. So, aus dem Grund habe ich eigentlich die Dings mitgenommen, weil ich jetzt extrem langsam wäre.
Normalerweise hätte ich jetzt auch eine zweite Kiste noch dabei und die Kiste wäre hier jetzt normalerweise auch nicht voll. Hätte ich den Bären mal abgelegt. Oder die Sachen vom Bären. Aber hey, was macht man nicht alles, ne? So, Steine habe ich auch abgelegt einmal. Ja, unser Inventar ist ja eh so gut wie voll. Wir nehmen jetzt hier noch die Kohle mit. Ich muss nur auch ein Kohlekistchen machen. Fällt mir ein. Dann nehmen wir noch diese Kohle mit und dann gehen wir schon Richtung Heimat wieder. Aber mega gut. Würde ich doch noch gerne diesen Stein auch noch. Einfach nur aus Provokation, weil da hinten Skorpion ist. So, 0,6 Gewicht und das hat 2 Gewicht. Wisst ihr ja, was ich hier ändere, ne? Packen wir das hier rein und zack, wägen wir schon mal ein bisschen weniger. Ein Gewicht gegen zwei Gewicht getauscht. Knochen, die sind natürlich schwerer. Wo ist der Skorpion hin? Der hat sich aber verwandelt, du. Habt ihr gesehen, den Skorpion? So ein Vampir hat er sich verwandelt. Ihr seht auch gerade das Problem, was ich habe. Skorpione. Und ich musste da durchrennen, natürlich. So, einmal verletzt. Lass mich raten, die verfolgen mich genauso. Nee, zum Glück nicht. Das war ein Frosch. Ich dachte schon. Ab nach Hause. Wir wollen ja den Spaß auch wieder alles ablegen, ne? War gar nicht so schlecht, das mit dem Bohrer. Also, der Bohrer sollte uns das um einiges alles einfacher machen. Und irgendwann gehen wir dann mal mit einer leeren Kiste und mit zwei Speere da in die Höhle. Und farmen dann auch mal so ein bisschen mehr von den Erzen. In der Richtung. Machen wir zwei Kisten voll. Bis oben hin. Mit Kohle, Blei, Eisen, whatever, was es alles da gibt. Dann nehmen wir auch noch unser Kupfer mit. Aus dem Bohrer. Braucht man eigentlich mehr als einen Bohrer, oder? Ist jetzt die Frage. Man könnte, glaube ich, aber einen Steinbohrer zu Hause hinstellen, oder? Geht das nicht? Würde ich gleich mal gucken. Wenn ein Steinbohrer einfach zu Hause hinstellbar wäre, wäre ja richtig gut. Aber findet ihr das nicht auch ein bisschen besser, wenn die Gruppierungen da nicht rumrennen? Um uns die ganze Zeit zu nerven? Ich glaube, diesen Change finde ich gerade gar nicht so schlecht.
Später, wenn wir ein bisschen stärker sind oder besser aufgebaut sind, dann kommen natürlich die, keine Frage, die Gruppierung. Aber so jetzt in diesem Zustand, wo wir jetzt gerade sind, können wir uns die nicht leisten. Also aus dem Grund würde ich das so lassen erstmal. So, einmal hier rein. Oh, guck mal. Die Saat ist kaputt gegangen. Also können wir im Winter nicht die fertig machen. Perfekt. Gut, dass wir das jetzt wissen. Mal eine Kohle hier rein. Und hier Leber. Ein rohes Fleisch hier drauf. Zünden das Feuer doch gleich mal an. War somit alles komplett unnötig, unsere ganze Arbeit. So 36 Wasser war noch drin. Könnten wir auch noch einen zweiten von mal bauen. Wäre das nicht eine Idee? Können wir mal eben gucken. Hier. Platzierbares. Essen. Wasserbänken. Würde ich schon machen. So. Machen nur zwei. Aber wollte den nachher nicht umsetzen und müssen. Rucksack voll. Natürlich. Wir müssen mal eben ablegen. Die Sachen. Wir haben Kohle. Ganz viel Kohle. Dann packen wir das doch mal eben da rein. Wir machen noch eine Kohlekiste fertig. Was hält ihr davon? Extra nur für Kohle eine Kiste. Und dann bräuchten wir eigentlich auch noch eine Kiste für den Treibstoff, aber die müsste nicht hier sitzen, stehen, sondern die müsste bei der einen, also bei unserer Mine stehen. Bei der einen Mine. Wir haben nur eine, ne? So, dann machen wir das doch mal eben. Machen die da oben fertig. Wir haben hier noch fertig gesägter, glaube ich. Das sind 5 Stück. Und 6 brauchen wir, glaube ich, ne? Oh, das haben wir. Zack. Dann kann das sich füllen, das ganze Wasser. Im Winter sind, glaube ich, 2 bis 3 nicht so verkehrt. Wir müssen so oder so erstmal was trinken. Und haben wir überhaupt noch was? Natürlich nicht. Gut, dass ich da jetzt nicht hochkomme. Minuswurst bringen die Sachen alle. Immer nur Minuswurst. Ja gut, ich robbe mich da zum Wasser und ich würde sagen, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich wünsche noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.